Neuer Tag, neues Glück. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Play Banished und wir müssen schon wieder eine neue Karte anfangen. Das gibt's doch nicht. Was gibt's denn hier für schöne? Wie wär's denn mit... Oh, warte. Oh, Tree Babbleton. Eulenbaum Babbleton. Ihr meint doch irgendeinen Seed. Start Conditions nicht easy. Ich will hard. Nee, hard auch nicht. Medium ist schon okay. Hart ist schon ganz schön hart. Wenn ich hart mache, dann will ich eigentlich die Disasters auch ausmachen, weil easy ist natürlich ganz easy. Weil man hat ja... Was bei hier richtig gut ist, ist, man hat halt schon diesen Herd of Livestock. Also hier, man hat halt schon Tiere bei easy. Was der Grund ist, weshalb ich eigentlich gern easy nehmen würde, weil... Nee, bin im Medium. Oder... Nee, bin im Hard. So. Nur die Harten kommen in den Garten. Und wir nehmen diese Map. Die letzte gefällt mir eigentlich ganz gut. Nehmen wir... Ich würde eigentlich gerne irgendeine Telefonnummer könnte man ja auch nehmen, aber ich will nicht... Warte... Dann müsste ich die dann später überdecken. Könnte ich meine Telefonnummer nehmen? Muss ich nur dran denken. Ich würde sagen, da ich keine Lust habe, das dann extra zu bearbeiten, wir sehen uns dann gleich in-game. Bis gleich. Und ich starte wieder die Aufnahme und ja. So. Ich habe jetzt einen Teil meiner Telefonnummer eingegeben. Die gesamte Nummer passt leider nicht hin. So, nehmen wir das mal. Vielleicht bringt das ja irgendwie Glück. Ich glaub's nicht. Die andere Map war so toll. Oh Gott, jetzt haben wir hier... Ach ja, ich habe ja auf Hard eingestellt. Woran sind wir denn hier? Hier sind... Warte mal, ich gehe mal auf Pause. Ich habe ja Hard eingestellt, ne? Ein harter Anfang. Ah, hier ist der Fluss und zwei kleine Flüsse und wir starten hier. Das heißt, man könnte sich dann Richtung Fluss ausbreiten, allerdings nur mit Hilfe eines Tunnels. Okay, gut. Das erste... Erstmal müssen wir hier wieder unser ganzes Zeug einstellen. So, starten. Aber wir starten mal hart. Oh Gott, man startet mit gar nichts. Das ist auch toll. Oh, was ist da drin? Firewood, ein paar Codes, ein paar Tools, ein bisschen Futter. Na toll. Wie viele Leute haben wir? Vier Familien, man startet mit vier Familien, okay. Eigentlich würde ich da gern vier Häuser bauen. Okay. Okay, wir haben ja erstmal ein Storage Card, wo ein bisschen was rein kann. Bauen mal, warte. Da hier Storage. Erstmal. Ne, Storage bauen nicht. Ich würde erstmal Stockpile bauen. Oh, das ist einfach schon so fertig. Schön. Und dann Häuser. Gutenhaus.
würde eigentlich gern sofort mit Häusern starten. Und das können wir ja. Play, zweifache Geschwindigkeit. So, oh Gott, es ist arschkalt. Warum unbedingt Häuser? Ich halte mal die Geschwindigkeit noch ein bisschen höher. Surf of Logs und Stow is slow. Ja, ich weiß. Arbeitet schneller! Wir haben keine Seeds oder so zur Verfügung. Schade. So. Bräuchte man als nächstes eigentlich hier in Sachen Nahrung. Die drei vorderen Sachen fallen aus. Fisch wäre prinzipiell nicht schlecht oder halt am besten wären Jäger und Sammler. Gut, oh Gott, wir brauchen erstmal einen Woodcutter. Dahin eine Woodcutter, weil wir haben nicht genügend Firewood. Machen wir mal hier ein Collect Stone. So. Alternativ könnte man die auch hier unten bauen. Eine Handhinkebein und ein Gazerer. Ne, ich baue es erstmal hier oben. Okay, jetzt haben wir einen Woodcutter. So. Und ich habe mir keine Uhr oder so hingestellt. Natürlich wieder ungünstig. Wecker und Uhr. Timer. Storage-Bahn ist ja, fast voll, kann man jetzt nicht sagen, aber wir haben gut Eisen. War anscheinend ganz gut Eisen dabei. Ja, ich weiß, dass Reserve of Firewood low ist. Wir haben ja schon einen Woodcutter, der mal dafür ein bisschen sorgen kann. Außerdem ist gerade Sommer, da braucht man sowieso nicht viel Firewood. Für Geschwindigkeit haben wir fünffach. Fünffach ist ganz gut, denke ich mal. So, ein Builder weniger dafür. Dann mal fertig. Und das Hunter. Können wir schon mal drei Hunter einstellen. Dann gleich mal noch einen Geso was hat. Wäre ich eigentlich dafür, den direkt hier daneben zu bauen. Den Sammler.
wäre ein Blacksmith sehr gut. So. Hier, Hunter schafft mal ein bisschen was ran. Oh, wir haben jetzt schon 200 Firewood. Kann ich den mal hier wieder abziehen, damit zu den Bildern stecken. Reserve of Stone is low. Aber das kann noch gebaut werden. Ich mach mir eher um Food Gedanken. Auf Dauer will ich mich hier in diese Richtung ausbreiten. Einfach weil hier der Fluss ist. Obwohl da oben ist auch der Fluss. Könnte sich auch nach da oben ausbreiten und da unten, hier unten eher das Waldrevier machen. Auf jeden Fall werden Kinder geboren, das ist schon mal sehr schön. Die Kinder wachsen auch. Sehr schön. Wir brauchen dann definitiv mehr Häuser. Aber jetzt noch nicht. Erst wenn welche von den Kindern erwachsen werden. Fleißig, fleißig. Drei Kinder. Wobei ich Titel. Das ist schon mit 18. Naja. Ja, sowieso auf so, ich weiß. Wir versuchen ja schon, Essen ranzuschaffen. Ich dahin. Na, wir haben keinen Stein mehr. Fällt mir jetzt gerade auf, dass wir keinen Stein mehr haben. Blink Stone. Da ist Stein. Feuerholz haben wir noch genug. Ich muss mal meinen Sitz ein bisschen runterstellen. So, wie sieht's denn hier aus mit unserer Zeit? Wie sind wir denn in der Zeit? 9 Minuten noch, okay. Puh, Gott. Also hart ist schon. Ein bisschen anstrengender. Aber wie es aussieht, überleben wir den ersten Winter. Aber
Aber ich glaube, das ist ganz gut so, dass wir hart angefangen haben, weil die Mods machen das späte Spiel ein bisschen einfacher. Das heißt, denn sobald man da mal was hat, ist das Überleben eigentlich nicht mehr schwer. Nicht mehr so schwer zumindest. Wenn man eine ganze Menge an Nahrung und so weiter auch kriegt. Da wird eher das Balancing dann richtig schwer. Oh, Rehe, ist das nicht süß? Sehr schön. Jetzt wird doch endlich der Blacksmith gebaut, weil wir brauchen die Werkzeuge. Die baut ganz alleine daran. Schön. Jetzt kriegen wir noch mehr und jetzt ein Blacksmith. Sehr gut. Endlich ein Blacksmith. Wieder einstellen, was haben wir? The Reserve of Stone is low, mal wieder. Aber hierfür reicht's noch. Wenn der nächste erwachsen wird, wird er ein Woodcutter. Ich bin trotzdem der Meinung, man sollte möglichst früh einen Trading Post haben. Dann könnte man hier hinbauen zum Beispiel. Hierhin könnte. Hierhin würde zum Beispiel einer hinfahren. Hierhin diese. Auch will ich da jetzt? Eigentlich will ich jetzt noch keinen bauen. Eigentlich schon. Also es ist gerade. Ja. Kriegen ganz ordentlich Futter, das ist schon mal sehr schön. Denke ich gern hier eine Forester Lodge und ein Herbalist. Eine Herbalist.
So, oh, Blacksmith ist schon am Limit. Ja, dann ist hier mal Kohle. Oh Gott, wir brauchen. Remove Resources. Wir kriegen ja genügend Nahrung erstmal. Das dürfte für ein bisschen was reichen. Oh, ganz viele. Eher Angst, dass unser Stockpile voll wird. Surf of Logs ist low. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. So, dann noch ein zweites hin. Bilder mal kümmern. Wir haben zu wenig Loks. Ich merke schon. Solange wir aber noch genug Feuerholz haben, dürfte es gehen. So. Wie sieht's denn aus mit... ...1,20 noch? Ich habe ja auch ein bisschen... ...den bisschen verzögert erst... ...gemacht. Ich glaube... ...ich beende mal die Folge schon hier. Und wir sehen uns dann... ...das nächste Mal zurück bei Banished in Old Tree Babbitton. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.